In dieser aufgeheizten Situation, auch in Deutschland, werden ja täglich die Kriegstrommeln gerührt. Es wird ja im Grunde genommen versucht, tatsächlich einen Konflikt hier herbeizureden. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Menschen überhaupt nicht mehr verstehen, was so ein Krieg bedeutet. Es ist offensichtlich schon zu lange her, dass die Zerstörungen, die der Zweite Weltkrieg angerichtet hat, beseitigt sind. Also es muss doch unser Interesse sein, zu einem vernünftigen Ergebnis zu kommen, zu deeskalieren und auch zu einer Entspannung zu kommen mit Russland. Und natürlich immer unter Berücksichtigung auch der Sicherheitsinteressen der Ukraine. Das ist doch völlig klar. Aber es kann nicht sein, dass wir immer nur von Krieg reden und nicht davon, wie ein Krieg verhindert werden kann.